Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zero, die Priesterin des Schwarzen Wassers. In der letzten Folge haben wir mit Yuri zusammen Hisoka gefunden und heil wieder zurückgebracht. Ob sie jetzt lebt oder nicht mehr lebt, ey, wer weiß das am Ende schon, weil eigentlich habe ich gegen ihren Geist gekämpft. Also, schwierig. Aber egal, wir machen uns dann schnurstracks auf den Weg zur 13. Zum 13. Tropfen, sprich Kapitel. Ja, wer die letzte Folge verpasst hat, kann gerne in die Infokarte gucken. Da habe ich euch die letzte Folge verlinkt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. So, wir spielen mit Ren. Haltet die bösen Geister davon ab, in den Laden zu kommen. Ach nee, schon wieder? Ist doch fast dasselbe wie da, wo die geschlafen haben. Rui, Mio, Miku, Hisoka und Yuri sind nun alle vom Hikami-Berg zurückgekehrt. Endlich, ne? Es war auch ein langer Prozess. Wenn der eine nicht da war, dann war die andere nicht da. Und so weiter. Die dunkle Sonne ist ihnen gefolgt. Der Berg wird sie nicht so einfach entkommen lassen. Ren muss die ganz allein beschützen. Warum muss er sie denn ganz allein beschützen? Schlafen die schon wieder? Ren, Mio, Miku, Hisoka und Yuri sind alle in einen ungewöhnlich tiefen Schlaf gefallen. Ach nee, die schlafen wirklich schon wieder. Ren fürchtet, dass sie in diesem Zustand live angriffbar sind. Also wird es Zeit, erneut die Überwachungskameras zu benutzen. Ja, das hat ja auch beim letzten Mal schon so super funktioniert, ne? Ren weiß genau, dass er heraushören muss, was auf dem Hikami-Berg vor sich geht, bevor ihn etwas einen Besuch abstattet. Ja, das hat doch beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Oh, die Quatschtante ist wieder da. Das Licht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass sonderbare Dinge auf dem Hikami-Berg vor sich gehen. Irgendetwas könnte wieder auf dem Weg hierher sein. Ich sollte ein Auge auf die Überwachungskameras werfen. Oh, guck mal, das Bild ist auch ganz merkwürdig. Hey, wir können über alles reden. Nein, Hilfe! Kannst du mal dazu deinen Kumpel gehen? Nicht durch den Tresen durch! Nein! Geh weg! Ihr müsst alle verschwinden. Geht alle weg! Geht alle weg! Geht alle weg! Geht alle weg!
Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Also pass auf, es ist so. Du solltest lieber gehen. Ist doch der allererste Geist, den wir, glaube ich, gesehen haben, oder? Weil wenn ja, den habe ich noch nicht angefasst. Verdammt! Nein, verdammt! Ach, sie ist ein Geist. Ach du Scheiße. Also ja, ich... Natürlich ist sie ein Geist, aber ich dachte, sie wäre... Sie wäre nur so ein Schnappschussgeist, habe ich gerade gedacht. Kann ich dich antatschen? Wohl eher nicht. Alter. Gerade die ersten Geister habe ich, glaube ich, alle nicht angefasst. Diese Geräusche. Ich habe ja Kopfhörer auf, ne? Und auf Kopfhörer wirkt das schon ganz geil, weil das von Ohr zu Ohr wechselt. Die Abstellkammer oben. Also ich glaube nicht hier. Ich konnte ja von... Von unten hoch gucken, also hier. Ja. So, wer wartet denn jetzt hier auf mich? Hallo? Die Abstellkammer, da pennen die doch. Es scheint ihnen gut zu gehen. Nur die Albträume plagen sie. Es gibt keine Spur von dem Geist, den ich gesehen habe. Noch nicht. Ach komm. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Hallo? Wie geht's so? Nicht anfassen. Und auch nicht schubsen. Hab Joghurt in meinem nicht vorhandenen Rucksack. Der ist auch schon so alt, ne? Ich kann nichts dafür. Guten Tag. Kannst du bitte sterben? Wirf einen Blick auf die Überwachungskamera. Ja, erstmal muss ich mir aber hier den Zettel noch angucken, beziehungsweise das Buch oder was auch immer es ist. Über die Schattenkinder. Wo Geisterhochzeiten stattfinden, findet man auch öfter Geschichten von Kindern der Toten. Sie werden als Schattenkinder oder Kinder der Unterwelt bezeichnet und lösen bei den meisten Gefühlen von Angst und Schrecken aus. Das Schattenkind. Vor langer Zeit verschwand ein Mann aus einem kleinen Dorf in den Bergen. Seine Freundin liebte ihn über alles. Jeden Tag ging das Mädchen zum Schrein auf den Berg und für seine Rückkehr zu beten. Doch die Jahre vergingen und vom Mann gab es keine Spur. Nach 10 Jahren verlor das Mädchen ihren Verstand. Sie fing plötzlich an, mit einem unsichtbaren Mann zu reden. Eines Tages fiel einem der Dorfbewohner auf, dass sie schwanger war. Sie erzählte allen, dass ihr vermisster Mann der Vater sei. Sie hörte nicht auf die Dorflästereien und brachte das Kind allein zur Welt. Das Mädchen, das sie gebärte, hatte die Augen des vermissten Mannes. Der Mann war ein Fremder, der zufällig auf das Dorf getroffen war. Es stellte sich heraus, dass er vor 10 Jahren von den Dorfbewohnern umgebracht wurde. Als das Kind zu sprechen lernte, fragte es die Dorfbewohner, warum habt ihr meinen Vater umgebracht? Okay. Könnte es vielleicht sein, dass Miu ein Schattenkind ist?
Oder ist dieses Mädchen mit den weißen Haaren vielleicht ein Schattenkind? Ich finde die Farbe hier merkwürdig. Irgendwie hat's was, ne? So dieser Sepia-Ton. Ruhig atmet ruhig und gleichmäßig. Sie schläft tief. Was ist das für ein Buch? Nein, sie, ich komme darüber immer noch nicht hinweg. Ich dachte am Anfang, sie wäre ein Mann. Es sind Sagen über den Hikami-Berg. Ich sollte dort vielleicht auch einen Blick hineinwerfen. Erstmal unter ihr weggeratscht. Wasser wurde bereits seit Jahrhunderten auf dem Hikami-Berg vergöttert. Das Wasser des Sees der Verstorbenen umhüllt den Berg mit Nebel. Für die Einwohner ist das Wasser die Quelle der Seele und der Ort, an den die Seele nach dem Tod zurückkehrt. Dieser Glaube kommt vermutlich daher, dass Wasser in dem feuchten Klima dieser Gegend als Ursprung von allem gesehen werden kann. Die Menschen haben Angst vor der Natur. Sie beten sie an und sie leben mit ihr in Harmonie. All das gibt einen Einblick in den wahren Charakter der Einheimischen. Okay. Schnarch. Tja, ich würde sagen, irgendwas ist bei Yuri los. Aber das Spiel hat mir noch nicht gesagt, dass ich zu Yuri gucken soll. Oh, das ist so nervig, ne? Das hat mich schon in der anderen Dings genervt. Also in diesem anderen Kapitel, wo wir hier über die Überwachungskameras gucken mussten. Ich sehe nirgendwo einen Geist. Es ist nur bei Yuri eine Störung. Also, wenn jetzt bei Yuri weiter nichts passiert, außer die Störung, dann gehe ich da jetzt einfach hin. Aber es wurde mir nichts eingeblendet. Ja, ich gehe da jetzt hin. Mir reicht's. Ich muss hochgehen, ich muss hochgehen. Bin ich hier richtig? Wir werden es sehen. Hallo Yuri, ist das dein Zimmer? Ist alles okay bei dir? Ach, 1000 Zettel wieder zum Lesen. Das finde ich halt so schade, ne? Weil die grundlegende Geschichte wird einfach nur über Zettel und Texte erzählt. Grundsätzlich ist es ja cool, Hintergrundinformationen zu bekommen, aber die eigentliche Geschichte über den Hikami-Berg erfährst du nur über Zettel und nirgendwo ist davon eine Videosequenz oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Generell finde ich den Storyverlauf ein bisschen schade, sagen wir es mal so. Trotz allem ein schönes Spiel, aber erzählerisch hätte ich es mir ein wenig anders gewünscht, sage ich es mal so. So, wieder einmal wird Yuris Tagebuch gelesen, während sie hinten schläft. Naja, gut. Die Worte, das lasse ich nicht zu, brachten mich wieder zur Besinnung. Sie ummannten mich. Die Worte waren derart mächtig und eindringlich, dass sie bis zu mir durchdrangen. Was mich jedoch wirklich davon überzeugte, hier zu bleiben, war ein unwichtiges Detail. Hisokas Lieblingsworte. Eine Tasse Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So eine Kleinigkeit und dennoch war sie mir nie bewusst. Naja. Wenn ihr die Worte auch Halt geben, nun gut. Mein Vater sagt da tatsächlich auch immer. Yuri wird vom roten Glimmer erfasst, aber sie schläft noch immer tief. In ihrem Zimmer scheint alles in Ordnung zu sein. Etwas ist unter das Bett gefallen. Ein Buch, das Yuri gelesen hat, vielleicht sollte ich es mir genauer anschauen. Wo kommt denn dieser rote Glimmer überhaupt her? Vom Berg jetzt oder was? Weil der Berg jetzt wütend ist, weil alle Stützen weg sind?
Hallo? Stopp! Oh, du bist doch der Autotyp. Ich sollte mal gleich gucken, ob ich seine Kamera noch mal aufwerten kann, ne? Oh Mann, jetzt kommen bestimmt alle Geister und im letzten Abschnitt kommen dann bestimmt die ganzen Priesterinnen und so. Oh no. Da habe ich ja jetzt schon keine Lust mehr drauf. Renf, Kamera. Was sagen denn die Punkte? Ja, wir können was machen. Ich würde so gern. Rein theoretisch sind so viele Punkte wichtig, ne? Aber ich möchte eigentlich nur den Aufladungsgedöns und die Leistung. Ja, aber ich mache auch die Ladegeschwindigkeit, was soll's. Verlangsamt die Gegner, während die Funktion zum Schießen von 4 Fotos in Folge genutzt wird. Die benutze ich mega selten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß nicht. Es wirkt langsam alles so, als wenn wir dem Ende entgegengehen, muss ich jetzt halt mal so sagen. Es ist so. Weil was soll denn jetzt noch groß passieren? Also ich glaube, die Episodenprozentzahl steht nicht für die Anzahl der freigeschalteten Episoden, sondern bestimmt, inwieweit man die Episoden abgeschlossen und alles gefunden hat oder so. Ich lasse es erstmal noch. So, kann ich jetzt das Buch da endlich lesen? Wasser, Leben und Tod. Die Traditionen des Ikami-Bergs stehen in engem Zusammenhang mit dem Glauben, der im restlichen Teil des Landes vertreten wird. Das Wasser ist das Leben selbst und nach dem Tode kehrt auch die Seele wieder dorthin zurück. Die Leute pilgerten in Scharen zum Berg, um ihre Seelen der Mutter, die sie ihnen geschenkt hatte, zurückzugeben. So könnte man dort einen angemessenen Tod sterben. Man war davon überzeugt, dass ein Tod im Wasser des Berges die angemessene Art und Weise war, die Welt der Lebenden zu verlassen. Dies zeigte ein starkes Verlangen danach, sich mit der Natur zu verbinden, in welcher der Tod nur einen einzigen winzigen Teil repräsentierte. Ich frage mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskameras im Auge behalten. Ja, anstatt er einfach einen Rundgang macht, wa? Ich meine, in der Zeit, wo er jetzt runtergeht zu den Überwachungskameras, könnte er in jedes Zimmer reingehen, wo hier Leute pennen. Und könnte dann nach unten gehen, nach Rui gucken und könnte dann... halt, ne, und so, ihr wisst Bescheid. Naja. Falsche Tür. Der einzige Raum, wo niemand schläft, aber hier liegt was. Ui. Na, Ruhe, bist du noch da? Der pennt doch hier nachher sowieso wieder ein. Die Menschen kamen für spezielle Rituale her und haben ihren Körper dem dunklen Wasser des Berges geopfert. Der Hikami-Berg ist bekannt für die vielen Selbstmorde, die hier verübt wurden. Da ist doch schon so eine Priesterin, oder was? Ist es die blöde Priesterin? Ich kann die nicht leiden. Alles klar. Ich kümmere mich schon drum. Ich kümmere mich.
Klüse schreitet zur Tat. Alter Schwede, kannst du mal bitte hier nicht... Hallo? Oh, verdammt, verdammt. Die hat sich auch den Hals aufgeschnitten, aber das ist nicht... Das ist nicht für Juli. Oh oh, das ist wieder so eine, die so schnell ist. Ah! Oh, jetzt wird eng hier. Verdammt, ich habe das Foto verkackt. No! Dich hatte ich doch aber noch nicht. Oh, ich liebe diese Sequenz. Interessant. Ach Quatsch, rein in die Glut. Bist du doof? So, muss ich jetzt wieder an die Überwachungskamera? Ich mach's einfach mal. Ach ja. Er sieht doch alles gut aus. Wer ist sie denn? Ich gehe mal gleich gucken, obwohl sie ist rumgelaufen. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt gucken oder nicht? Schon wieder dieses Wasserplatschern, ne? Als würde ich halt in Matsch rumlaufen. Ist sie hier nicht gerade hier runtergelaufen? Hallo? Egal, ich gucke noch mal kurz auf den Kameras. Sie war ja noch in Bewegung. Ich muss wahrscheinlich erst gucken, wo sie hinläuft. Na, wo sind wir denn? Mrs. Hood. Hä? Wir sind jetzt nirgendwo mehr, oder wie? Hallo, was geht? Ihr Gesicht fand ich ja gerade, das war gerade wirklich so ein bisschen sehr unheimlich. Also sowas mag ich gar nicht. Das ist mir gerade so ein bisschen durch Mark und Bein gezogen, dieses Gesicht in der Kamera. Ja gut, Kotzgeräusche sind jetzt auch nicht angebracht gewesen, aber... Dieses unnatürliche Grinsen finde ich tatsächlich sehr schlimm. Hey, ey, das ist so ein kleiner Raum. Und ihr geht mir hier beide auf den Sack. Ihr seid zu zweit, das ist unfair.
Liebchen hier hatte ich aber schon, ne? Muss ich jetzt rausgehen? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust rauszugehen. Diese Hut-Lady finde ich gruselig. Dreh dich doch mal um! Hilfe, ich hänge. Ich wollte sagen, was ist denn jetzt da? Ist sie jetzt da oben? Die haben ein Buch fallen gelassen. Wie nett von ihnen. Rui muss dies wohl geschrieben haben, ehe sie zu Bett ging. Wo kommt denn das auf einmal her? Dies ist wohl mein Ende. Mein Körper wird kälter und mein Blut ist klar wie Wasser. Mein Körper bebt mit dem Berg. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich wollte wenigstens Herrn Hoyo noch davor bewahren, aber er kann jetzt auch nicht mehr entkommen. Er wurde zum Fremden. Hä? Er muss wählen. Diejenige, die er nicht wählt, wird aussortiert. Ich glaube nicht, dass Herr Hoyo imstande ist, sowas zu tun. Doch es ist bereits zu spät. Er muss jemanden wählen. Er muss mit jemandem in den Tod gehen. Interessant. Schlagen wir hier nochmal den Bogen zu diesem Mädchen mit dem weißen Haar, von der er die Vision auch am Anfang hatte. Gucken wir mal hier nochmal rein. Mal gucken, ob wir diese gruselige Hutlady wieder sehen. Ja, Telefon, das ist klar. Okay. Klingt das Telefon hier? Telefon. Wo ist denn hier ein Telefon? Ist hier überhaupt ein Telefon? Oh nein, da ist die Hut-Lady. Geh weg. Oh, du bist ja so groß. Du warst die große Lady. Ich war wohl zu spät. Geh ans Telefon. Wo ist das Telefon? Ich glaube, es war hier vorne. Hallo? Kazuya, bist du da? Es tut mir leid, dass du wegen mir sterben musstest. Oh, das haben wir noch nicht gesehen. Geil. Oh Gott. Was für eine abgefuckte Scheiße. Ach du Kacke. Was für eine arme Sau. Hey, was soll ich denn hier? Soll ich hier irgendwas fotografieren? Ah. Dieses Buch scheint von den Reliquaren zu handeln. Reliquiaren. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ich glaube, ich spreche das immer falsch aus.
Die schwarzen Kisten auf dem Hikami-Berg waren mit dem Leben und Tod, Leben, Tod und Furcht gefüllt. In ihnen befanden sich Menschenopfer. Priesterinnen wurden in diese Reliquare gelegt, um die Einwohner zu schützen und die Quelle der Schatten zu besänftigen. Diese Quelle der Schatten fungierte als Brücke in das Jenseits. Dem hiesigen Glauben nach existiert also unter dem Wasser der Quelle allen Lebens die Unterwelt. Das schwarze Wasser stammt aus diesem Reich der Toten und es bringt Unheil und Verderben überall dorthin mit sich, wo es fließt. Die Grenze zwischen dem Leben und dem Tod war an diesem Ort verschwommen. Die Priesterin nahm die Überlieferung zufolge die Erinnerung derer in sich auf, die an diesem heiligen Ort ihr Leben ein Ende bereiten wollten. So ähnelte diese Tradition dem Channeling, das in anderen Teilen des Landes betrieben wird. Das Teilen der Erinnerung der Toten bedeutet, den Tod selbst mitzuerleben. Die Priesterin erhielten Visionen der Sterbenden und nahm ihre Geheimnisse in sich auf, ehe sie in Reliquaren eingeschlossen wurden. Sie wurden eins mit dem Wasser, um eine Verbindung mit denen aufzubauen, deren Visionen sie erblickten. Die Priesterin führten Menschen über das Wasser zu ihrem Tod. Auf dem Hikami-Berg wachten sie über den Tod, jedoch taten sie das auch, um die Lebenden zu schützen. Ich frage mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskameras im Auge behalten. Ja, das Übliche halt, ne? Ich fasse die ganze Geschichte jetzt eigentlich halt so auf, dass die Priesterin halt dafür zuständig waren, praktisch diese Grenze von Jenseits und Geistern und so von dem lebenden Menschen fernzuhalten. Dafür mussten sie geopfert werden, also ein Opfer darbringen, also sich selbst. Um sie zu stärken, mussten Männer hier und da getötet werden. Okay, dem kann ich soweit auch noch folgen. Und irgendwas ist aber schrecklich schief gegangen. Deswegen ist dieses Wasser übergelaufen und deswegen spuken da so viele Geister rum. So würde ich die Geschichte jetzt zumindest verstehen. So, und wir müssen jetzt wieder zur Überwachungskamera. Und ja, weiter über den Hikami-Berg und seine Geschichte forschen. Der Glaube, der auf dem Hikami-Berg praktiziert wurde, basierte auf den Priesterinnen des Schreins. Sie hüteten die Grenze zwischen den Welten. Sie hatten zwei Aufgaben. Die eine war, die Tode derer, die zum Hikami-Berg pilgerten, zu überwachen. Und die zweite Aufgabe... Oh, da stand doch wer. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Die Kamera ist kaputt. Überall ist die Kamera kaputt. Das ist sicher ein schlechtes Zeichen. Oh, ich habe keine Lust. Oh Gott, mir wird schlecht. Ich muss hier weg. So, kriegen wir jetzt Ärger. Wo waren die Figur jetzt? Sie lässt sich nicht öffnen. Etwas Mächtiges hält sie geschlossen. Na, ist ja prima. Oh, ich darf nur hier raus? Na gut. Bestimmt steht die große Frau auf der anderen Seite und hält die Tür fest. Nee. Nee, wieso ihr drei seid zu dritt? Lass mich in Ruhe. Bei dir. Wir können über alles reden, okay? Nein! Ich hab doch noch abgedrückt. Manchmal ist das so, weiß ich nicht, so eine gefühlte Millisekunde. Geht mal am besten wieder weg. Ihr nervt mich, okay? Kann ich euch anfassen? Nee. Warum habe ich das Gefühl, dass es das noch nicht war?
gucke jetzt einfach in jede Tür, weil ich eh nicht weiß, wo ich hin muss. Ey, ihr am Schlafen? Alles cool bei euch, oder was? Draußen spukt's, aber ist euch egal, ne? Ich denke mal, ich muss nach ganz unten, aber sicherheitshalber gucke ich überall rein. Siehst du, bei Hisoka war ich noch gar nicht, ne? Na, da lohnt sich das ja auch gleich. Wieder Zettel hier. Zettel, Zettel, Zettel. Hä, ich will das nehmen. Achso, ich muss ja gedrückt halten, ich Trottel. So, Hisokas Tagebuch. Privatsphäre scheint es hier nicht zu geben, wa? Ich habe es nicht geschafft. Gerade als ich dachte, ich hätte sie noch rechtzeitig erwischt, ist sie gefallen. Akari. Ich konnte sie nicht retten. Verzeih mir, diese Worte hallen immer noch in meinem Kopf. Vielleicht habe ich sie so weit getrieben. Und zwar damit, dass ich ihr gefolgt bin. Ich bin so erleichtert. Danke. Dieses aufgesetzte Verhalten macht alles noch viel schwieriger. Nach dem Anruf weinte ich, bis ich keine Tränen mehr übrig hatte. Sie ist mir durch die Finger geglitten und ich glaube, bei Yuri wird das auch der Fall sein. Wer ist denn Akari? Gibt's dazu mal noch eine Info? Kann ich hier erstmal bestätigen? Hisoka, es sieht aus, als hätte sie einen Albtraum, aber sonst scheint es ihr gut zu gehen. Sie war tagelang auf dem Hikami-Berg gefangen. Ich würde gern mehr darüber erfahren, was sie dort gesehen hat. Sie war ein Geist, hallo? Das ist okay, wir können das hier alle ignorieren. Ist in Ordnung. Mann, Mann, Mann. Aber momentan habe ich Wichtigeres zu tun. Ich behalte besser die Überwachungskameras im Auge. Nein. Du gehst weg aus den Überwachungskameras. Geisterbräute. Priesterinnen durchleben einen endlosen Kreis von Leben und Tod in den Särgen und verschmelzen langsam mit dem Wasser. Zum Schutz des Berges müssen sie den Schmerz und das Leid ganz allein ertragen, bis sie an ihre Grenzen kommen. Jedoch gibt es eine bestimmte Zeremonie, mit denen die Qualen der Seelen dieser Priesterin gelindert werden können. Zugleich wird so auch ihr Dasein als Stütze verlängert. Hierbei handelt es sich um die Geisterhochzeiten. Lebendige Männer werden zum Berg gebracht, um die leidenden Priesterin zu heiraten. Sie wählen ihre Priesterin aus und geben sich dann gegenseitige Eheversprechen. Man sagt, dass im Moment der Vereinigung beider Seelen die Seele der Priesterin in diese Welt zurückkehrt. Danach wird sie zusammen mit ihrem Bräutigam in ihren Sarg zurückgelegt, damit sie weiterhin ihre Pflichten als Schutzwall zwischen den beiden Welten nachgehen kann. Die Priesterin bleibt allein, bis sie an eine Geisterhochzeit gebunden wird. Doch muss sie zunächst darauf warten, gewählt zu werden. Dieses Ritual beschwört Gefühle herauf, die die Grenzen zwischen Leben und Tod überwinden. Vielleicht ist es sogar tief im Glauben dieser Religion verwurzelt, dass die Einwohner sich vor der Natur fürchten und sie zugleich anbeten. Ich frage mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskameras im Auge behalten. Schon wieder? Oder ist das jetzt nur so ein... Mann, Alter. Ich hab dich! Das Spiel kann mir noch nicht so einen Schreck einjagen. Ich muss ehrlich sagen, der Abschnitt hier, auch wenn jetzt wieder viel Lesen ist, viele Texte, viel Rumgesuche ja mehr oder weniger... empfinde ich diesen Abschnitt hier gerade als sehr beklemmend. Das macht wahrscheinlich auch die Farbe, diese ständigen Hintergrundgeräusche. Gut, jetzt haben wir gerade keine, aber sie sind ja dann doch oft da. Hallo? Ja, hier ist alles cool. Cool, cool. Hä? Ach so, stopp. Stopp, stopp. Was ist denn das? Ach, lass los. Ich will den Stein da haben. Was ist das für ein Stein? Ach, so ein Spiegelstein, ne? Der mich ins Leben zurückholt. Hier geht es zum Badezimmer. Irgendwie kann ich nie ins Bad. Ich meine, was soll denn das? Was ist denn, wenn ich mal muss? Das ist echt unfair. Abstellraum, hier ist ja auch nichts los. Ja, ich gehe jetzt noch mal hier rein, aber ich denke mal,
Dadurch, dass wir die drei Geister hier platt gemacht haben, das war's dann halt schon gewesen, weil die kamen ja von hier unten. Ja, Rui ist auch noch da. So. Yuri, Hinasaki-san, Oyako, Rui, Tsure modoshita wa ii ga, Hashira o ushinatta yama wa, dou nanu? Oh-oh. Jetzt ist Ärger angesagt. Er sieht sich halt erstmal selbst. Na ja. Ich war schon einmal hier. Hier werden die Geisterhochzeiten abgehalten. Er ist wieder eingepennt. Und wenn er aufwacht, sind alle wieder weg. Wetten? Na dann, warte mal, einen Moment noch, einen Moment noch, einen Moment noch. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier gleich bestimmt nochmal übelster krasser Geist kommen wird. Also gucken wir mal, was wir noch machen können. Wir können den Sensor nochmal aufwerten. Erhöhte Angriffsreichweite wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Und da ich hier eh bloß nur noch vier habe. Warte, eine Sache noch. Pfeifen wir uns nochmal Medizin rein. Medizin. So, ich bin bereit. Es jetzt kann kommen, was will. Aber es ist halt wieder genau dasselbe. Das meine ich halt, dass es so storytechnisch so ein bisschen schwach ist, ne? Weil die Kapitel sich halt sehr stark ähneln. Das ist halt schade. Sehr schade, finde ich sogar. Da ist sie wieder mit den weißen Haaren. Aha. Ren erfuhr den wahren Grund für die Rituale auf dem Hikami-Berg. Der Berg fungierte als Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Er diente als Ort, an dem die Seelen der Besucher in das Wasser zurückkehrten, dem sie auch entstammten. Priesterinnen nahmen die Erinnerungen der Toten in sich auf, sobald sie jedoch keine mehr ertragen konnten, wurden sie in Reliquare geopfert. Geisterhochzeiten sollten die Seelen der Geopferten trösten und stärken. Verheiratete Paare wurden in die Finsternis geworfen, die in das Jenseits führt. Das Wasser verbindet alles. Ich sehe aber eine Schwachstelle in dieser ganzen Sache, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, weil die Männer, die geopfert werden, die leiden offensichtlich ja auch. Also wo soll die Stützen das denn stärken, wenn ja die Männer, die zu ihrer Stärkung kommen, selber leiden und sie damit ja auch nur mit Leid überfluten würden? Oder habe ich hier gerade einen gedanklichen Fehler? Weiß ich nicht. Damit ist der 13. Tropfen abgehakt. Oh, sogar Note S. Ich frage mich zwar manchmal, wie diese Benotung zustande kommt, aber hey. Und was passiert nun? Trophäe erhalten die dunkle Sonne. Oh, letzter Tropfen. Letzter Tropfen und ich habe 53% Episoden. Also, ich sag ja. Schade, dass man halt hier keine Prozentzahl sieht. Ich denke mal, dann habe ich da irgendwelche Sachen nicht gefunden. Irgendwelche Zettel oder so. Okay. Ja, der letzte Tropfen. Yuri, Ren und Mio stellen sich ihrem Schicksal.
Na, dann wollen wir da mal reingehen, wa? Yuri, Mio und Ren begeben sich zum Berg, um den ganzen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Sie haben alle ihre eigenen Gründe, warum sie diesem Lockruf folgen. Ein dichter Nebel fällt auf den Berg, als ob er sich selbst aufhalten wollte. Also wie jetzt? Warte mal. Hä? Hat er nur geträumt, dass er jetzt da hingekommen ist? Oder wie? Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ich raff's gerade schon wieder nicht. Vielleicht, wir werden es ja jetzt sehen. Ich weiß nicht, soll ich meine letzten Punkte noch dafür ausgeben, mir irgendwas zu kaufen? Ach, scheiß drauf. Vielleicht noch ein bisschen füllen? Also, sind wir mal ehrlich. Kann ich meine Kamera noch aufwerten? Ich bezweifle, ist ja schon fast wahr. Ich klatsch mir alle Filme voll. Nee, ich lebe mit dem, was ich habe. Es wird schon funktionieren, hoffe ich. Der letzte Tropfen. Braut des schwarzen Wassers. Sollte das jetzt wirklich das Ende sein? Das ist ja mega. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Oh mein Gott. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Mache ich daraus jetzt eine ganze Endfolge? Oder doch nicht? Ich bin so aufgeregt. Oder beende ich jetzt hier einfach die Folge, mache eine Minifolge draus und wir machen das nächste Kapitel komplett? Leute, ich weiß das nicht. Ich glaube, wir machen das so. Ich werde den letzten Tropfen als komplette Folge hochladen. So machen wir das. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Und ich habe euch im Abspann die Playlist verlinkt. Was gibt es noch zu sagen? Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in der letzten Folge wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Macht es gut. Tschüss.